Gute, ihr lieben Meckereien. Wie ihr sehen könnt, habe ich wieder bei Brucer bestellt und mir einen Ersatz oder Nachfolger für diese fast schon leere Rolle Brucerman PETG bestellt. Und ich habe mir gedacht, okay, da das jetzt wieder hier angekommen ist, packen wir es ja mal zusammen aus, schauen uns mal, wie das Ganze hier ankommt. Und dann werden wir uns mal zusammen diese QR-Codes auf den Rollen anschauen, beziehungsweise was es damit zu tun hat. Prusa wirbt nämlich damit, dass sie entsprechend die Supply Chain von den ganzen Filamenten damit nachvollziehbar machen und öffentlich zugänglich machen für jeden Kunden. Und ich denke, das ist eine coole Idee. Und so kann man genau nachvollziehen, wann ist das Filament produziert worden, wie lange hat es bei dir im Lager gelegen, wie lange hat es gedauert, bis du es halt entsprechend zu Hause bekommen hast. Und ich würde sagen, wir schauen es uns einfach an. Aber zuerst packen wir das hier zusammen aus. Dementsprechend ich muss dazu sagen, dieses Filament hier liegt schon eine ganze Weile bei mir rum, weil ich es vor dem Urlaub bestellt habe und im Urlaub oder nach dem Urlaub nicht mehr dazu gekommen bin. Aber jetzt ist es endlich soweit, vor allen Dingen, weil die Rolle auch fast leer ist. Und genau, so kommt die hier an. Also wie jedes andere Filament auch. Die Box ist Brucer-typisch bedruckt. Und hier kommt schon auch gleich das erste Gimmick von der Rolle. Also man sieht, die haben sich ein bisschen Gedanken gemacht, denn hier oben ist so ein kleiner Einschnitt entsprechend zu sehen, mit dem man das Ganze halt aufmachen kann. Und das Schöne an den Tüten ist, dass die wieder verschließbar sind. Das heißt also, man kann hier oben den Zipper halt quasi zusammendrücken und dann quasi das ganze Filament wieder luftdicht mit einem Silikabag, was hier drin ist, irgendwo. Genau, hier wieder entsprechend luftig versiegeln. Das ist eine coole Idee, weil ich finde, so ist das Filament gut vor Umwelteinflüssen geschützt und man kann es halt jederzeit wieder verschließen und wieder öffnen. Und genau. Dazu jetzt aber auch erstmal genug, das kommt mal zur Seite. Hier ist noch das Silikonbag drin, was wir nicht brauchen. Genau. Und dann sieht man auch schon gleich, die Rollen sind nicht so wie eine Standardrolle aufgebaut, sondern die sind jetzt hier entsprechend ziemlich leichtgewichtig gebaut. Das heißt also, hier ist ein Wabenmuster drin und dadurch hat die Rolle allein schon mal weniger Gewicht im Vergleich zu anderen Rollen. Was ich auch cool finde, durch dieses Wabenmuster hat man die Möglichkeit, wirklich hier überall, egal auf welcher Höhe man ist, egal wie viel man von der Rolle schon verbraucht hat, überall zwischendrin das lose Ende vom Filament reinzustecken und dabei zu befestigen. Das ist eine coole Idee, denn das ist das, was mich an manchen Rollen so nervt, dass man halt umständlich halt nochmal gucken muss, dass man das Filament irgendwo einfädelt, wo es gerade dann nochmal einen halben Meter rausguckt gefühlt. Und das ist hier super gelöst und spart auch noch Material, ist gut, besser für die Umwelt. Von daher finde ich es gut, was Brucer da gemacht hat und können sich manche andere Hersteller auch ein Beispiel dran nehmen. Zu dem Material, das ist jetzt hier das Standard PETG in Orange, aus dem auch hier der Drucker oder die Bauteile von dem Drucker gedruckt sind. Habe ich genau deswegen bestellt, weil ich da hinten noch ein anderes Projekt stehen habe, was wir im nächsten Video dann zusammen bauen werden. Und habe ich hier einmal, weil mir die Farbe so gut gefallen hat, ein semi-transparentes Rot-Metallic, oder Rubin-Rot-Metallic. Finde ich, ist eine super schöne Farbe. Ich habe jetzt für eine Arbeitskollegin ein paar Schlüsselanhänger damit gedruckt. Und das sieht schon im gedruckten Zustand, wenn es fertig ist, richtig cool aus. Weil es so ein leichtes Durchscheinen hat und dadurch die Metallic-Partikel in dem Filament richtig cool durchkommen und richtig schön glitzern. Ist also auch eine coole Farbe. Und insgesamt muss ich sagen, bis auf das KVP-PETG habe ich sonst kein Filament gefunden im PETG-Bereich, was von der Qualität her auf dem Brucer so gut und so einfach sich hat drucken lassen wie das hier. Das KVP-PETG ist nochmal ein Ticken besser, weil ich sage, okay, die haben nochmal ein bisschen mehr Erfahrung darin, aber Brucer macht das schon recht gut. Also ich habe bis jetzt noch keine Rolle erwischt, die wirklich irgendwie schlecht war. Hier haben wir auch ein Brucerman PETG drauf in Schwarz. Das ist das, was für die Umrüstkits entsprechend, für die Upgrade-Kits von MK3 auf MK3S mitgeliefert wird. Das ist genauso gut. Damit kann man echt mit den Vorgaben von brucerprinters.org
oder von Prusa selbst, diese Bauteile, die man da runterlädt, die sind schon vorkonfiguriert, das ist ein fertiger G-Code, kann man hier draufschmeißen und mit dem Material drucken und die Teile kommen echt einwandfrei raus. Gut, genug geschwaffelt. Ich schnappe mir jetzt mein Handy, dann scannen wir zusammen den QR-Code ein und schauen uns das Ganze hier auf dem Laptop zusammen an, wie denn so eine Supply Chain überhaupt genau aussieht und schauen uns, was für Daten jetzt zu den jeweiligen Rollen, ich meine, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, was denn da für Werte dahinter stecken, wie das Ganze dann produziert worden ist und wie es dann geliefert worden ist und mal schauen, was uns Prusa da an Daten zur Verfügung stellt. In diesem Sinne, ich scanne es ein und wir sehen uns gleich im Screencast wieder auf dem Laptop. Da wären wir auch schon mit dem ersten Filament, was ich jetzt hier von Prusa liegen habe. Das ist in diesem Falle das Carmine Red Transparent, also sprich das kaminrote oder rubinrote Filament mit Metallic-Partikeln ist ein PETG, genau wie das Orangene auch. Und man sieht hier schon gleich jede Menge Informationen, die Prusa bereitstellt. Zum einen hier mal der Preis, dann direkt den Kaufen-Button. Hier kann man sich noch ein Tech-Sheet von Prusa als PDF, würde ich mal vermuten, runterladen. Und hier gibt es noch einen Button, What's left on my spool, also was ist noch auf meiner Spule übrig. Da schauen wir auch gleich mal rein. Dafür müsste man natürlich ein bisschen was konfigurieren. Das habe ich jetzt in diesem Falle nicht gemacht. Von daher lassen wir den Punkt erstmal außen vor, weil ich damit jetzt noch nicht wirklich in Berührung gekommen bin. Genau. Des Weiteren sieht man hier, wann ist das Filament erstellt worden, also an welchem Datum, welche Uhrzeit, welche Farbe ist es. Wie viel Gewicht war auf der Spule drauf? Welche Länge in Metern und in Fuß ist dieses Gewicht? Das ist schon sehr beeindruckend, dass sie das so umrechnen. Der Durchmesser mit einer Toleranz hier unten drunter finde ich auch ganz interessant. Und hier haben wir die Standardabweichung quasi. Also inwiefern, wie groß waren die Schwankungen beim Filament? Und dann sieht man hier, das wird in Jü-Metern angegeben. Also ist schon ziemlich genau, was die produzieren. Das Level an Qualität beschreiben die hier mit 1,8%. Okay, ja, sehr schön. Hier unten drunter würde ich mal sagen, das ist auch so die Linie, in welchem Bereich sich das Filament von der Toleranz her bewegt hat bei der Produktion, also wie fern plus minus der Durchmesser gestimmt hat, finde ich auch sehr beeindruckend, dass sie das mitliefern. Wenn wir jetzt hier runter scrollen, sieht man nochmal ein paar Details zu dem Filament. Wie gesagt, das ist ein PETG. Und da kann man nochmal sich ein bisschen was durchlesen. Jetzt zwar hier auf Englisch, aber kann man sich ein bisschen was über das Filament durchlesen, was das PETG-Filament für Charakteristiken hat und noch ein paar Tipps zur Benutzung halt ansprechen. Genau. Dann habe ich gesagt, ich habe ja nicht nur das rote, sondern auch zwei orangene Filamentrollen. Das ist jetzt die neuere Rolle, die ich mit euch eben aufgemacht habe. Die ist am 10.07.2019 produziert, also nicht ganz einen Monat her jetzt. Und ja, ist von der Toleranz hier unten, sieht man ähnlich. Das gleiche sieht man hier auch mit der anderen Rolle, die ist vom 5.06., also sie ist nochmal einen Monat älter. Und von den Werten her sieht es ziemlich präzise aus, also die unterscheiden sich jetzt nicht wirklich viel in dem, was an Gewicht auf der Rolle drauf ist, wäre ja auch schlimm. Wenn das so wäre, dann würde Prusa ja, wenn die eine zu hohe Toleranz hätten beim Gewicht oder beim Durchmesser, wäre das ja auch schlecht finanziell gesehen und wirtschaftlich gesehen für die. Von daher bin ich beeindruckt, wie präzise die das hinkriegen mittlerweile mit dieser neuen Produktionsanlage, die sie aufgebaut haben. Das ist schon recht beeindruckend im Vergleich zu dem China-Filament, was sonst da rüberkommt und wo der Durchmesser noch arg im Schwanken ist. Wie gesagt, das PETG von Prusa ist meiner Meinung nach dem Filament von KVP mit das hochwertigste PETG, was ich bisher verdruckt habe. Von daher, also diese Werte sprechen für sich und bestätigen das Ganze eigentlich nochmal. Zum Schluss möchte ich euch noch etwas in eigener Sache vorstellen. Seit geraumer Zeit haben wir auf Meetup auch eine eigene Seite. Und auf dieser Seite findet ihr regelmäßig neue 3D-Druck-Stammtisch-Termine. Diese findet ihr hier unten unter bevorstehende Events. Und ihr seht, der nächste Stammtisch ist am 28. September um 13 Uhr. Wer Interesse hat,
ist gerne dazu eingeladen, vorbeizukommen. Bitte meldet euch vorher auf meetup.com an, damit wir auch den Überblick behalten, wer kommt, wer bringt einen Drucker mit und wir das Ganze organisatorisch auch ein bisschen im Rahmen halten können. Des Weiteren gibt es noch ein Event am 22. November, das ist ein Freitag. Das ist der letzte Tag der Form Next Messe hier in Frankfurt. Das heißt, solltet ihr die Form Next hier in Frankfurt dieses Jahr besuchen, seid ihr herzlich dazu eingeladen, auf die Aftershow-Party von uns zu kommen. Das ist eine Art Aftershow-3D-Druck-Stammtisch. Der beginnt um 17 Uhr und davor können wir uns auch gerne zusammen auf der Form Next treffen und gemeinsam über die Messe gehen. Wenn ihr jetzt Interesse habt, an solchen Stammtischen teilzunehmen, meldet euch bei meetup.com an und tretet unserer Gruppe bei. Ich wünsche euch damit einen schönen Abend, Happy Printing, bis zum nächsten Mal.